Ja, auch von meiner Seite schönen guten Tag. Ich würde gerne wie immer ein paar Bemerkungen zu Beginn machen zu drei Themen. Zunächst zum Thema Flüchtlinge. Auch am vergangenen Wochenende hat es wieder Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte gegeben in Dresden, in Brandenburg. In Brandenburg ist ein Brandanschlag verübt worden auf eine Wohnung, in der sich eine junge Mutter mit ihren Kindern aufhielt. In der vergangenen Nacht gab es einen Anschlag auf einen linken Stadtrat in Freital, auf den Fraktionsvorsitzenden dort. Es gab eine Explosion unter seinem Auto. Wir haben bereits letzte Woche von Morddrohungen Kenntnis bekommen gegenüber dem Rostocker Sozialsenator Steffen Bockhahn. Wir haben eine Situation, wo mittlerweile jeden Tag sich die Gewaltspirale weiter dreht. Wir haben offenen Hass auf den Straßen. Und währenddessen haben wir in der Öffentlichkeit eine Diskussion über Belastungen, die Flüchtlinge verursachen. Wir haben eine Diskussion darüber, wie man auf besorgte Bürgerinnen und Bürger zugehen kann und muss. Diese Bürgerinnen und Bürger sind nicht besorgt, sondern diese Bürgerinnen und Bürger sind gefährlich, wie wir auch in den letzten Tagen wieder erlebt haben. Und insofern ist meine Aufforderung an alle, diese Diskussion zu beenden. Was notwendig ist, ist, dass Flüchtlinge geschützt werden. Ihr Schutz muss garantiert werden. Das ist die erste Aufgabe, die sich im Moment stellt. Und ich will die Gelegenheit auch nutzen, allen zu danken, den Menschen, die sich im Moment um diese Flüchtlinge kümmern, die für sie da sind und die auch Widerstand leisten gegen diesen rechten Ungeist. Zum zweiten Thema, zum Thema Türkei. Man hat den Eindruck, dass das NATO-Land Türkei im Moment dabei ist, weitere Fluchtgründe zu produzieren, um den Anschluss an meinen ersten Punkt herzustellen. Morgen werden sich die 28 NATO-Mitgliedstaaten treffen auf Antrag der Türkei nach Artikel 4. Ich erwarte, dass Deutschland bei diesem Treffen sehr deutlich zum Ausdruck bringt, dass die Angriffe der Türkei unverzüglich eingestellt werden. Es ist an Zynismus kaum zu überbieten, dass der Anschlag der IS von letzter Woche, bei dem 31 Menschen zu Tode gekommen sind, jetzt für die Türkei der Anlass ist, ausgerechnet gegen diejenigen vorzugehen militärisch, die in den letzten Monaten so aufopferungsvoll gegen den Islamischen Staat gekämpft haben, nämlich gegen die Kurdinnen und Kurden, gegen die PKK. Und für Deutschland erwarte ich überdies, dass das Thema PKK-Verbot endlich wieder auf die Tagesordnung kommt und dieses Verbot verschwindet. Das wäre das Kleinste, was Deutschland im Moment tun kann. Dritter Punkt, das Thema Griechenland. Die Vertreter der Gläubigerorganisationen sind in Griechenland eingetroffen heute und werden mit den Verhandlungen mit Griechenland beginnen zu dem neuen Paket. Ich will jetzt nicht darüber spekulieren, woraus die Verzögerungen resultieren. Festzustellen ist, dass die Vorbedingungen, die gestellt worden sind von Griechenland letzte Woche, erfüllt worden sind unter einem erheblichen Druck und auch mit erheblichen Bedenken. Das alles ist bekannt. Wir erwarten jetzt zügige Verhandlungen, damit Griechenland endlich politischen und finanziellen Spielraum bekommt, um mit der schwierigen sozialen Situation in Griechenland umgehen zu können und wieder die Möglichkeit bekommt für öffentliche Investitionen, um die Wirtschaft in Griechenland wieder ein Stück weit zu beleben. Alles andere würde die Situation weiter verschärfen. Und natürlich bleibt das Thema Umschuldung ein wichtiges Thema, nicht nur für Griechenland, sondern für die Eurozone insgesamt. Dankeschön.